Freunde, ihr kennt das Spiel inzwischen. Als Vorbereitung auf die WM 2018 stellen wir euch hier jede Woche die beste Aufstellung eines Top-Favoriten vor. Wir hatten bis jetzt Brasilien, wir hatten Frankreich und heute ist es endlich soweit. Wir reden über den Titelverteidiger, über die deutsche Nationalmannschaft. Und gute Nachrichten für alle Schalke-Fans, es befindet sich kein Dortmund-Spieler in der Startaufstellung. Eins mal vorneweg, wir spielen ein 4-2-3-1-System, so wie Jogi das auch ganz gerne macht und fangen natürlich bei den Torhütern an. Da gibt es eigentlich nur zwei Namen, die man wirklich erwähnen muss. Manuel Neuer und Marc-André Ter Stegen. Ter Stegen hat es geschafft, dieses Jahr bei Barcelona zu einem absoluten Weltklasse-Keeper heranzureifen. Und trotzdem wird Manuel Neuer bei der WM starten, wenn er denn wirklich fit wird. Jogi hat gerade auf einer Pressekonferenz gesagt, dass Manuel Neuer bei 90% sei. Wenn das stimmt, dann können wir davon ausgehen, dass Neuer noch einige Spiele machen kann und sogar die gesamte Vorbereitung mitnimmt. Und wenn das der Fall ist, dann wird er auch in Russland starten. Wenn nicht, ist Marc-André Ter Stegen absolut bereit, diese WM für Deutschland im Kasten zu beginnen. Machen wir uns nichts vor, Freunde, die rechte Seite ist vergeben. Joshua Kimmich. Und es gibt keine richtige Alternative. Wen haben wir noch im Kader? Rudi fährt wahrscheinlich mit, weil er rechts verteidigen kann, aber Emre Can kann das machen. Aber am Ende des Tages, Joshua Kimmich ist als Rechtsverteidiger gesetzt. Läuft rauf und runter, offensiv wie defensiv stark, hat sich bei der EM bewiesen und seitdem bei Bayern in den Fokus gespielt. Weiter geht's in der Innenverteidigung und auch da wieder wenig Überraschungen. Zwei Weltmeister werden beginnen, beide vom FC Bayern München, Mats Hummels und Jerome Boateng. Erste Alternative dürfte, auch von Bayern, Niklas Süle sein und Chelseas Antonio Rüdiger. Jerome Boateng hatte diese Saison etwas mit Verletzungen zu kämpfen, aber wir kennen ja auch Jogi Löw. Wenn der einen Spieler in der Vorbereitung halbwegs fit in die Finger bekommt, bringt er ihn bis zum Turnier auf Top-Niveau. Und wenn Hummels und Boateng fit sind, dann führt kein Weg an ihm vorbei. Wie fast bei jedem Favoriten ist auch bei der deutschen Nationalmannschaft die Linksverteidigerposition so ein bisschen das Sorgenkind. Top-Favorit Jonas Hector. Hector steigt ja gerade mit Köln höchstwahrscheinlich ab und wird danach wahrscheinlich zu Dortmund oder vielleicht sogar zu Bayern gehen. Bei der WM dürfte er unser Stamm-Linksverteidiger sein. Andere Kandidaten, Marvin Plattenhardt, den Jogi Löw zu schätzen weiß, und Philipp Max von Augsburg, der bislang aber noch niemals berufen worden ist. Kommen wir jetzt zur Doppelsechs und da gehe ich nicht mit Jogi Löw konform. Klar, Toni Kroos von Real Madrid ist das Herzstück der deutschen Nationalmannschaft. Er wird hundertprozentig spielen. Die Frage ist nur, wer wird sein Partner? Und es gibt genug Kandidaten. Emre Can, Sami Khedira, Ilkay Gündogan, Leon Goretzka. So gut Ilkay Gündogan derzeit auch spielt, und sind wir mal ganz ehrlich, wie Pep es gesagt hat, das ist absolute Weltklasse. Ich glaube nicht an das Duo Gündogan-Kroos. Die beiden spielen einfach zu ähnlich und brauchen den Ball beide immer am Fuß. Ein anderer Kandidat? Emre Can von Liverpool. Und so sicher ich mir bin, dass Emre Can mitfahren wird, genauso sicher bin ich mir auch, dass er nicht starten wird. Ich persönlich würde sehr, sehr gerne Goretzka und Kroos sehen, weil ich einfach ein Riesenfan von Leon Goretzka bin. Aber ich glaube, Jogi vertraut wieder mal seinen altbewährten Mitteln und setzt auf die Doppel-6, Khedira und Toni Kroos. Und ganz ehrlich, Sami Khedira spielt eine Riesensaison bei Juventus. Das ist schon in Ordnung. Kommen wir zum rechten Flügel. Und da gibt es eigentlich keinen deutschen Nationalspieler, der da so richtig zu Hause ist, aber einige, die das spielen könnten. Sané kann rechts spielen, Reus kann rechts spielen, Brandt kann rechts spielen, Özil kann rechts spielen und Thomas Müller. Der hat schon häufiger rechts für Deutschland gespielt. Und genau den werde ich da auch wieder platzieren. Wie Louis van Gaal mal gesagt hat, Thomas Müller spielt immer. Die deutsche Nationalmannschaft hat ein System, wo Müller so, ja, zwischen allen Positionen spielt. Deshalb startet er auf dem rechten Flügel, wird aber natürlich immer wieder ins Zentrum rutschen. Müller startet rechts. Im Zentrum, und da werden jetzt wieder einige getriggert werden, Mesut Özil. Mesut Özil ist einfach der perfekte Mann für die deutsche Offensive. Spielt Pässe in die Schnittstelle, harmoniert hervorragend mit Toni Kroos und ist einfach in der deutschen Wahrnehmung, in meinen Augen inzwischen, unterbewertet. Wenn du Mesut Özil anschaust, der hat in jedem großen Turnier für Deutschland mindestens ein wichtiges Tor gemacht. Immer. Und trotzdem wird er immer so getan, der Mesut, der arbeitet nicht nach hinten. Ich bin Fan. Linksaußen ist die bestbesetzte Position in der deutschen Nationalmannschaft. Leroy Sané, Julian Draxler, Marco Reus, Julian Brandt. Wenn wir noch weiter suchen würden, würden wir noch mehr Leute finden. Hier glaube ich allerdings, dass Jogi Löw wieder mal eine Entscheidung trifft, mit der ich nicht einverstanden bin. Denn ich denke, man kommt nicht an Leroy Sané vorbei. Er spielt zu gut bei Manchester City und bringt etwas mit, was einfach kein anderer deutscher Flügelmann hat. Und dennoch, ich würde behaupten, dass Julian Draxler starten wird. Ja, Draxler ist zwar kein Stammspieler bei Paris Saint-Germain, aber Jogi Löw vertraut ihm blind. Sonst hätte er ihn auch nicht beim Confed Cup zum Captain gemacht. Für Julian Brandt kommt diese WM wohl ein klein bisschen zu früh und er wird kaum eine Chance haben zu starten.
Also auf links gesetzt, Julian Draxler. Obwohl mein Herz sagt, Leroy Sané. Auf der anderen Seite hat man dann Sané von der Bank und wenn der in der zweiten Halbzeit reinkommt, wenn die Beine ein bisschen müde werden und da mit seiner 45 km/h Sprintgeschwindigkeit reinprescht, ist auch nicht verkehrt. Kommen wir zur letzten offenen Position, ganz vorne drin. Und da, auf der falschen 9, Mario Götze. Ja, liebe Dortmund-Fans, es tut mir leid. Ich glaube, dass Mario Götze tatsächlich nicht mit zur WM nach Russland fahren wird und deshalb gibt es 3,5 Kandidaten für diese Position. Der halbe Kandidat, weil er hängende Spitze, Lars Stindl von Borussia Mönchengladbach. Ansonsten mit dabei Sandro Wagner, Mario Gomez und natürlich Timo Werner von RB Leipzig. Und während mein Herz natürlich wieder mal sagt, ohne Swagner kann man die WM gar nicht gewinnen, bin ich mir doch zu 99,9% sicher, dass Timo Werner der gesetzte Mann im deutschen Sturm sein wird. Und das war's dann auch schon. Gucken wir nochmal auf die ganze Aufstellung. Und jetzt seid ihr wieder gefragt und ich will natürlich zu den wichtigsten Positionen eure Meinung hören. Ganz klar, wer spielt im Sturm, wer spielt auf der Doppel-6 und wer sollte links außen spielen? Schreibt es in die Kommentare und wir sehen uns zum nächsten Who Starts, den Daily News oder was auch immer ihr als nächstes anklickt. Bis dahin, macht's gut!